Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Battlefield. Heute mit dem Ingenieur, wie versprochen. Und ich habe den Granatwerfer mit dabei. Juhu. Also, muss sagen, ich spiele mit dem Ingenieur fast nie, sehr selten. Ich spiele nie damit, nie. Mit dem Granatwerfer erst recht nicht. Dafür habe ich eine schöne Waffe dabei. Die 3G-51. Ist eine echt super Waffe, muss ich sagen. So, wir stürmen mal rüber zu B. Warum werfe ich jetzt eine Mine? Weiß nicht. Oh, Leck. Baby. Nein! Den überraschen wir. Oh lol! Überraschung, Überraschung. Scheiße. Na, ich muss sagen, ich spiele mit dem Ingenieur sehr selten. Und ich habe die M9 dabei. Mein Gott, die M9. Die meistgehateste Waffe. Die Waffe ist so schlecht. Also mit der kann man echt nichts. Der hat uns gar nicht gesehen. SVUA, von wo kam der? Ich habe ihn gar nicht um die Ecke kommen sehen. Oh, ich habe keinen Satellite Scan, weil ich bin noch Level 14 mit dem Pionier. Das ist scheiße. Eine Zeit lang hatte ich so eine Phase, dass ich mit dem Pionier nur noch gespielt habe, weil der mir so richtig gefallen hat, aber danach wurde die G53 runtergepatcht und da. Nee. Na. Ich weiß nicht mal, warum ich nicht mehr damit spiele. Die kommt mir so vor, als ob die gar nicht runtergepatcht wurde. Also ich spiele sie ohne Attachments, ohne irgendwelche anderen Sachen dran, so wie Wiper Max oder Kassettenmagazine. Ich spiele sie roh, sag ich mal, roh, ohne nichts, außer dem Red Dot. Wenn ich sagen muss, das Red Dot ist ein richtig gutes Visier. Oh, das ist scheiße, ich kann keine Gegner sehen auf dem Radar, weil ich nicht Satellites. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof. Das Satellite Scan ist eigentlich schon wichtig. Oha. Boah, waren da gerade viele. Das ist eine Mine. Die geht da hoch. Und ist tot. Ich glaube, hier um die Ecke war noch einer. Da nicht, hier um die Ecke, nein, auch nicht. So, wo spawnen die? Die spawnen bestimmt da hinten, weil wir sind die US-Amerikaner. Ja, hoch. A, B, B, E. Den Granatwerfer versuchen. Lol. Naja, ich muss sagen, der Granatwerfer ist nicht gerade das tollste Gadget. Ich finde, das ist unnötig hier. Das braucht kein Ingenieur hier jetzt im Spiel. Ich finde, das ist nicht nötig. Aber ist witzig. Ist eine witzige Sache. Aber nicht nötig, ganz ehrlich. Lol. Das macht auch nicht One-Shots. Das ist. Oh, danke schön. Das ist auch scheiße. Aber was ich witzig und gut finde, man kann die Reichweite entscheiden. Also wenn ich zum Beispiel hier stehe, kann ich mit dem Mausrad kann ich scrollen. Da kann ich bestimmen, wie weit die Granate fliegen soll.
Das ist witzig. Ich wünschte, das könnte man beim Sniper so einstellen. Das ist, wenn man jetzt so zielt, zeigt es einem direkt an, wie viel Meter Entfernung das ist. 20 Meter. Oha. 37 und da hinten waren das 110. Oder das war's schon. Ich hänge noch eine Runde dran. Mal gucken, was für eine KD. Ich hab's vergessen. Ein 8 zu 4. Ziemlich schlecht. Für einen Typen, der mit der G53 spielt. Naja, früher konnte ich damit richtig gut spielen. Aber die ist gar nicht so schlecht. Die ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Früher war die richtig gut. Die ist immer noch gut, aber ich dachte, die wäre so runtergepatcht worden und deswegen habe ich nicht mehr so oft mit der gespielt. Das ist eigentlich ziemlich doof. Und jetzt bin ich immer noch Level 14 mit dem Pionier. Also ich habe ja meinen Sniper, meinen Sturmsoldaten, Pionier und Soldat, Pionier und Soldat, Pionier und Medic, wollte ich alle immer gleichzeitig hochstufen. Wenn der eine Level 16 war, mussten auch alle anderen Level 16 sein. Aber das habe ich eine Zeit lang mal so ein bisschen hingekriegt. Und da hatte ich auf eine bestimmte Klasse keine Lust mehr. Und da habe ich es gelassen, mit dem Pionier zu spielen, weil ich die Klasse nicht mehr mochte. Ich finde, die beste Klasse im Spiel ist die Sniper. Nein, nicht unbedingt. Nicht Sniper, hier. Sturmsoldat. Sturmsoldat, finde ich, ist eine richtig, richtig, richtig gute Klasse. Wo sind denn die ganzen Gegner? Oh, lol. Ich darf mich nicht aufregen. Ich habe ja selber die G53. Der hat die MP5. Ich habe mir überlegt, ob ich mir die MP5 auch kaufen soll, aber ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht mehr Geld für das Spiel ausgeben, aber das ist, ich weiß nicht. Ich muss irgendwie, ich weiß nicht warum, immer den Drang haben, die neuesten Waffen und so zu kaufen. Ich will das nicht mehr. Warum spielen hier so wenige? Lol. Alter, wie viele sind denn AFK? Die ganze. Alle sind AFK? Das halbe Team? Lol. Schnell eine Spritze nehmen. Eine Granate. Granate? Oh, ich komme mit dem Ding nicht klar. Das ist scheiße. Und man hat mir gesagt, die QBB soll besser sein jetzt ohne Visier. Was ich ziemlich bezweifle, denn die QBB hat ein scheiß Visier. Oh, wer kämpft, wer kämpft? Hä? B? Wann haben die B erobert? Naja, ist ein witziges Ding, aber ist nicht nötig. Also, wenn man jetzt ein guter Pionier sein will, muss man es nicht haben. Den Pionier zeichnet nur die RPG, dieses Schweißbrenn-Dingsbums-Teil hier aus und die Mine halt, sonst nichts eigentlich. Darüber kann man sich aufregen. Der hat sich gerade das Spiel gemacht und kauft sich schon die OP-Waffe. Aber ich darf mich aufregen. Ich darf es nicht, weil ich mach's ja selber. Nächste Woche, mit was werde ich
nächste Woche sage ich. Mit was werde ich am Montag spielen? Mal überlegen. Ich könnte mit dem Medic zocken. Aber welche Waffe? Ich weiß nicht. Welche Waffe könnte ich zocken? Oh Mann, kommt da von hinten angeschissen, ey, so ein Fixer. Mann. Ich hasse es immer so weit zu laufen. 3 zu 5, ach du Scheiße. Das passiert, wenn man sich konzentriert, mit bestimmten Dingen zu killen. Das ist immer so, wenn man sich so drauf konzentriert. Alter, sind die da oben blind? Jetzt mal ehrlich. Ja, jetzt erst. Was für Spasten, ey. Ist das ein Wichser? Und wie die verzieht. Ich überlege, ob ich mir die MP5 plus das Dings da hier hole. Plus das Lagerkit. Na, ich werde mir noch eine Pace of Card holen, aber ich weiß nicht, ob ich es dafür ausgeben werde. Für die Waffe. Also ich muss sagen, die MP5 hätte ich gern. Und tot. Na egal. Bisschen getrollt. Naja, das war nicht die beste Runde. Aber ich hab mal. Ich glaube, das ist das zweite Mal jetzt, dass ich damit spiele. Na, ich hab wieder mal was Neues, sag ich mal, ausprobiert. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.